Da, einen Lamborghini Fasta Rossa? Das ist der Wagen, an den ich denke, wenn ich mit meiner Frau schlafe. Ja, ich brauche sie, um einen Wagen bei der Firma in Italien abzuholen und direkt zu mir rüber zu schiffen. Damit spare ich Tausende an Steuern. Sie schicken mich nach Italien? Ja. Mit meiner Familie? Na klar. Muss ich mich um sie kümmern? Das wäre schön. Oh, oh, oh. Hey, der Kerl in der ersten Klasse zieht einen Fernseher aus seiner Armlehne. Was ist bei dir drin? Ach, ein dummes Kabelbündel. Hey, Brendin, sieh mal, die Kinder haben ein neues Spielhaus. Cletus, du bist doch wirklich der wunderbarste Ehemann und Sohn, den ich jemals hatte. Was soll die kanadische Flagge auf deinem Rucksack? Naja, manche Leute in Europa haben den Eindruck, dass Amerika in der Vergangenheit so manche Dummheiten gemacht hat. Sagen wir, in den letzten 5 Jahren. Also komme ich für die nächste Woche aus Kanada. Dad kann deine Tarnung auffliegen lassen. Die Fahne gehört mir. Legt euch nicht mit Texas an. Angst und Entsetzen, ihr Jammerlappen. Für Leute, die wirklich gar nichts in sich haben. Ihre Wagen kommt hier das Fließband heruntergefahren. Diese Gefährt ist die ultimative Hochzeit von Design und Technologie. Eine Hochzeit. Nun müssen wir es umgehend nach Rom fahren. Von dort wird es zu Mr. Burns nach Springfield verschifft. Hey, ich würde gern noch ein bisschen mehr von Italien erforschen. Marge, stachelst du mich etwa an, verantwortungslos zu sein? Warum ermunterst du ihn nicht, eine Krankenversicherung für uns abzuschließen? Wozu, du Kleiner? Sie zuerst einmal in Italien? Oh, ich habe schon Fotos davon gesehen. Aber man kann es erst richtig erleben, wenn man hier ist. Ein McDonald's, bei dem man Alkohol zu trinken bekommt. Dad, willst du dich nicht umdrehen und den Turm dort betrachten? Ach, ein Bild davon ist auf meinem Becher. Als der Berg Vesuv ausbrach, wurden die Leute so schnell von Vulkanasche übermannt, dass sie erfroren, in welcher Position sie gerade waren, im Moment ihres Todes. Wilde Barbaren! Wir haben die Brücke Ponte Vecchio schon 3-mal überquert. Wir haben uns verfahren. Ich checke mal